Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 1, meine Lieben. Wir sind stehen geblieben bei diesem wunderschönen Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Nun, ja, aber das macht unser Kumpel Otacon. Otacon, der kümmert sich um diesen Fahrstuhl. Und ihr seht da oben, sind Kameras, die auf uns schießen. Nicht gut. Da brauchen wir das hier. So. So, perfekt. Laufen wir. Ja. Während Otacon den Aufzug repariert, werden wir versuchen, den Helikopter abzuschießen, der uns ein bisschen geärgert hat. Gesteuert von keinem geringeren als Liquid Snake. Klar, natürlich. Oh Gott, das war knapp. Die machen nämlich Schaden, die machen richtig viel Schaden. Die knallen richtig rein. So, jetzt ist da oben wieder noch mehr. So. Ich weiß nicht so recht, wie man das ohne Düppelgranaten überleben soll. Also ohne Schaden und so, weil das wirkt auf mich etwas unmöglich. Aber naja, vielleicht kennt ja einer von euch einen Trick, wie das funktioniert. Ich habe es immer so gemacht. Düppelgranaten und so weiter. So. Wie viele Rationen haben wir? 4 von 4. Das ist schön und gut. Sollten mal das ausrüsten. Und ja, dann gehen wir mal hoch und versuchen unser Glück gegen Liquid Snake in seinem Helikopter. Gerade einen Schluck trinken. So, da hören wir ihn schon, die laute Fliege. Oh, I love it. I love it. I love it. Okay. So. Mit der Stinger-Rakete können wir diesen Penner vom Himmel holen. Und das machen wir auch. Da kreist er. So. Sehr einfacher Kampf, tatsächlich. Aber sehr dramatisch. Ich liebe dramatische Kämpfe. So, er kreist wieder. Wieder zielen. Aufpassen, dass wir nicht gerade das Ding abknallen. Und Feuer. So. Ich glaube, er kreist wieder. Ja, wenn er uns nämlich ins Visier nimmt und wir seinem Feuer ausgeliefert sind, dann sind wir tot. So gut wie tot. Sein Maschinengewehr macht schon extrem viel Schaden. Oh, 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 oh. Ah, da oben, da ist so viel Trümmer, da kann man ihn immer schlecht treffen. Leider. Wir beobachten ihn mal ein wenig, was er macht. Okay, jetzt schießen. Bam! Das war eine schöne Perspektive. Perfekt. Knallen wir ihn ab. Damn, diese Perspektiven sind gut. Sieht sehr dramatisch aus, wie er so fliegt.
Weg, weg, weg. Ah, scheiße, getroffen. So, jetzt versteckt er sich immer und kommt dann zum Vorschein. Aber... Boah, ist das dramatisch. I love it. So. Jetzt schön ein Auge auf ihn halten. Aber er kommt wahrscheinlich wieder da hinten raus, wo man ihn nicht treffen kann. Also ein Sackgesicht. Komm schon. Ja, jetzt komm wieder zurück. Ja, komm, 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 komm. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Perfekt. Da kommst du wieder hoch, ja? Bitte, bitte. Hier. Genau hier. Genau hier. Komm. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Hier ist gut. Mach. Bitte mach. Jawohl. Feuer! Scheiße, daneben. Dreck. Oh oh. Ich weiß, was er jetzt vorhat. That takes care of the cremation. Oh my God. Snake, the elevator. So, der Aufzug funktioniert wieder, komischerweise. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Hubschrauber umgebracht habe. Tja, wir holen uns noch mal ein bisschen Munition. Von hier oder so? Ne, hier nimmt sie. Achso, okay. Nein, da nicht. Ich dachte, hier lag Munition. Nun gut. Zurück zum Fahrstuhl. Und wir müssen wieder den ganzen Weg durch diese wunderschönen Überwachungskameras hindurch. Aber wahrscheinlich würde man es mit der kugelsicheren Weste eh schaffen. Aber kein Bock. Kein Bock, Alter. So, wir haben ja Doppelgranaten, oder? Wir haben 3 Stück. Perfekt. Machen wir es gleich so. Lauf, 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 lauf.
So, für die letzte Granate, Rakete machen wir das hier. Kugelsichere Weste und dann ab durch die Mitte. So, perfekt. Es hat auch gar nicht so viel Schaden abgezogen, Leben abgezogen vielmehr. So, dann mal los. Moment, was wollte ich jetzt machen? Das da. Kann der Fahrstuhl jetzt mal kommen? Ah, das ist er doch. So, dann mal ab nach unten. Ah ja, was soll's. Ins erste Geschoss. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Too late, Snake! Now die! Oh, scheiße, wir müssen jetzt verteidigen. Oh mein Gott. Das war easy. Okay. Wir leben. Und hier liegt Stuff, den wir mitnehmen wollen, genau. Das war easy. Also das ist wirklich kein schwerer Bosskampf. Da ist die Steuerung schwerer als das... als der Kampf an sich. So, PSG-1 Munition. Aha, PSG-1 Munition. Wofür könnten wir denn PSG-1 Munition brauchen? Das frage ich mich ja. Wo ist eigentlich die Tür zum... Achso, hier geht's raus. Okay. Oh shit, eine Kamera. Ich benutze mal den Box-Trick. Den Box-Trick. Seht ihr das? Wenn man sich mit der Box nicht bewegt, dann ist man für die Kamera komplett unsichtbar. So, perfekt. Da ist noch eine Kamera, wie man sehen kann. Man könnte sie genauso gut jetzt zerstören mit so einer Stinger oder was mit der Granate. Irgendwas, weil hier sind eh keine menschlichen Feinde. Das heißt, man kann einfach eine Granate schmeißen, wenn man trifft. Ja, wenn man trifft. Wir haben Doppelgranaten, ich weiß, wir haben Doppelgranaten, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, sie zu benutzen. So. Und tschüss. Perfekt. Oh, ein weit offenes Schneefeld. Ich frag mich, was hier wohl passieren könnte. Moment, liegt da irgendwas? Ja, eine Ration. Ich glaube, man kann die Ration aufheben.
die dann gleich nochmal spawnt. So. Uff. Wir sind verletzt. Und was macht er? Erstmal anrufen. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only five. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her. Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please, she's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal our location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf! Snake, no! Quiet! Don't get in our way! Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Dum dum. Do do. Do 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 do. Okay, also übrigens die Voice Actress von Sniper Wolf ist im Deutschen echt gut. Also wirklich gut. Okay, also was man hier machen könnte, ist, man könnte mit dem PSG-1 versuchen, sie umzubringen. Habe ich auch schon mal gemacht, ist aber relativ schwierig. Was aber ganz einfach geht, ist, wenn man einfach eine Stinger-Rakete nimmt. Dann sieht man sogar, wo sie ist. Da ist sie. Schaut her, da ist sie. Man kriegt sie aber gerade nicht ins Visier, weil Steuerung scheiße ist. Ja. Bye. Oh, scheiße, runter. Also man kann damit easy sensen, wo sie ist. Scheiße, Mann. Sie schießt auf mich. Gott, Hilfe. Sollten aufpassen. Man kann die Stinger benutzen, man kann aber auch eine Nikita benutzen. Sollten nur aufpassen, dass sie uns nicht trifft. Also in der PlayStation war man immer relativ safe. Das weiß ich noch. So. Und scheinbar ist man hier auch relativ safe. Das ist ganz gut. So, man kommt hier hoch. Und dann zielt man auf sie. Da. Da ist die Rakete. Und da ist sie. Und ich knall sie ab. Yeah. Ist zwar ein bisschen gecheatet, aber ganz ehrlich. Ich glaube, dass sie auch ein bisschen cheatet mit ihrem super Scharfschützengewehr. Ich meine, ich könnte mal probieren, sie mit dem Ding zu treffen, mit dem PSG-1, aber ich glaube, ihr seht schon, das wird nichts. Aber man muss ja irgendwie, also, da muss man so erstmal zielen, bis man sie im Visier hat. Also, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Seht ihr, wie langsam er zielt? Das ist unglaublich. Also die Zielempfindlichkeit ist hier echt mies. Wenn man mit der Maus zielen könnte, auf dem PC, wäre das schon echt gut.
Aber leider ist dies nur ein Port. Ja. Ein nicht wirklich guter Port noch dazu. Ich hätte ja wenigstens erwartet, dass man sowas wie... Ja, das hat nichts gebracht. Danke. Dass sie sowas wie Press the Circle Button rausnehmen. Naja. Ihr entschuldigt mich, ich muss diese Bitch umbringen. Alter! Wie geht das denn? Wie kann sie mich treffen? Ich bin gerade ein bisschen... Wir machen es anders. Wir laufen. Wo hat das hin? Autsch. Man kann einfach nicht weiter als nach da. Das ist ja voll, das ist verrückt. Das ist voll verrückt. Diese Stampe ist verrückt. Aua. Also okay, sie kann uns hier treffen, das ist gar nicht gut. Ja, scheiße. Kann man sie irgendwie ablenken? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist egal. Die Schlampe trifft einen einfach auf der Entfernung. In der Deckung trifft sie ein. Sie ist da hinten, da kann sie mich treffen. Gar nicht gut. So. Bitte stirb. Man muss sie glücklicherweise nicht so oft treffen, weil die Raketen wesentlich mehr Schaden machen als das Dingsbums, ihr wisst schon. Hey! Nicht weglaufen, meine Liebe. Au, scheiße. Man hat auch keine Chance, irgendwie nach da zu rennen oder sowas. Das ist echt unglaublich. Sofort einen hinterher schießen. Waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating.
Please. Just finish me quick. I am a guard. I have always dreamed of a peaceful place like this. A guard? So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Riven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek. And the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale at some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. Hero. Please, set me free. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Everyone's here now. Okay, hero. Set me.
goodbye. Snake, you said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. So, das war der Bosskampf und diese sehr epische Sequenz. Ich finde die Sequenz so toll. Die ist so toll gemacht einfach. Es ist unfassbar schön. Wirklich unfassbar schön. Wir haben hier noch ein paar wichtige Dinge zu finden. Hauptsächlich Nikita-Raketen hier. Hier ist irgendwo noch, hier ist noch ein Dings. Aber da sind, glaube ich, Minen drin, oder? In irgendeinem Ding waren Minen drin. Müssen wir aufpassen. Zwei Rationen. Zum Preis von einer. So, da waren wir drin, da waren wir drin. Da gehen wir nicht rein, weil da ist nämlich der... Da geht's weiter. Hier ist Level 7, da kommen wir nicht rein. Hier ist Level 6. Ich glaube, da waren die Minen drin, oder? Ja. Alles voller Minen. Hier drin waren keine Minen, oder? Nein. Irgendwas war hier drin. Hier muss irgendwas sein. Ich trau dem Scheiß nicht. Hier war nichts, okay. Und das war... Ne, das ist auch eine Kammer. Und das war es dann mit diesem Schneefeld. Oh Gott. Ja moin, hallo, was macht ihr denn hier? Verpisst euch. So. Die Rationen sind gefroren, wie ihr sehen könnt. Ist auch eine sehr tolle Gameplay-Mechanik, die nur einmal benutzt wird. Und da liegt sie. Die stolze Wölfin.
Das war damals, ich fand das damals als Kind so emotional, dass ich geweint habe bei der Sequenz. Ohne Scheiß. Ich habe so geweint. Ich fand es so emotional und so schön, wie sie einfach stirbt. Ganz friedlich. Ach, dieses Spiel hat so ein tolles Writing. Ja, laufen wir einfach weiter. Ich meine, hallo? Ja. Ah, okay. Das war nämlich die Stelle, wo man bei der PlayStation eigentlich die CD wechseln muss. Aber hier logischerweise nicht, weil es ein PC-Spiel ist. Das ist ja halt wirklich gut gemacht. Ich hätte ihnen zugetraut, dass sie das auch drin behalten hätten, weil der Port nicht so gut ist. Naja. Gut. Im nächsten Part werden wir uns durch den Hochofen schlagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.